Hallo und willkommen zurück zu Train Fever. Und ich habe ein paar Kommentare von euch bekommen zum Thema Verkehr, dass wir jetzt Verkehr haben und der Verkehr die Einnahmen schmälert und so. Und ich doch die Straßen kleiner machen soll. Aber ich muss sagen, will ich nicht. Natürlich, klar, wäre das Ganze effizienter und würde unseren Profit steigern und überhaupt und sowieso. Aber gleichzeitig, ja, die Bahn kann ja eigentlich auch nicht wirklich hingehen und sagen, Entschuldigung, die Autobahn machen wir jetzt mal bitte kleiner, weil wir haben da eine Route, die wir haben wollen. Und ja, natürlich, das ist ein Spiel und überhaupt und sowieso. Aber ich finde das irgendwie langweilig. Also, das werde ich nicht machen, sondern wir haben mit dem eben unsere Probleme sozusagen und damit müssen wir fertig werden. Sozusagen Realismus, mehr oder weniger. Genau, so. Wie sieht's denn aus? Hier fahren fleißig Züge hin und her, die hoffentlich voll sind. Ja, doch, mehr oder weniger. Die machen gut Gewinn. Fährt hier eigentlich lang, was lang? Sehe ich zumindest nichts. Das ist doch... Ah ja, okay, hier geht auch die Straße nach da. Mit anderen Worten, es ist eh nicht so, dass jetzt so viel Verkehr wäre auf den Straßen, dass wir da irgendwie Angst haben müssten, dass wir gar nichts mehr hinkriegen oder sonst was. Ist da eigentlich jetzt Cargo mitgekommen? Ja, ordentlich. Okay, wunderbar. Gut, dann würde ich sagen, kümmern wir uns mal darum, dass wir hier nach Mattersen kommen. Schauen wir uns mal kurz die Landnutzung an. Also hier ist viel Wohnraum. Hier oben sind die ganzen Industrien. Dementsprechend würde ich sagen, kommt der Bahnhof hier irgendwo hin. Da müssen wir nicht mehr weiterfahren, oder? Na, theoretisch könnten wir natürlich doch noch nach unten weiterfahren. Und dann irgendwie eine Alternativlinie bauen. Okay, probieren wir das Ganze mal. Also... Bahnhof. Sagen wir mal so, wenn wir den tatsächlich als rein und raus und überhaupt Bahnhof bauen wollen, dann ein Zug zum Umdrehen, ein Bahnhof zum Bahnsteig zum Halten, einer zum Umdrehen. Ja, warum nicht? Das Ganze vielleicht hierhin oder vielleicht hierhin. War ordentlich lang. Ja, da kommen wir niemals durch. Okay. Dann drehen wir das Ganze mal ein bisschen und überlegen mal, wie wir das hinpacken. Ja gut, die 320 brauchen wir nicht unbedingt. Die reichen. Kommen wir dann hier aus? Ja, das wird immer noch eng, hier drüber zu kommen mit Kurven. Okay. Dann alternativ. Bauen wir das tatsächlich hier so hin. Wir können dann immer noch die Straße selber bestimmen, wo sie hin soll. Ungefähr hier, würde ich sagen. Gut. Also, wir brauchen erstmal Gleise, Oberleitung, ja, und schnell. Dankeschön. Sag mal. Das gibt's doch gar nicht. Hoffen wir erstmal, dass wir hier irgendwie auch noch mit dem rüberkommen. Natürlich nicht. Warum? Warum auch? Wenn ich mich hier diese Dinger anschaue, warum auch? Nicht genügend Platz für eine dämliche Kreuzung. Ah, das ist nervig. Das ist so nervig, ganz ehrlich. Okay. Alternativplan. Alternativplan. Wir bauen hier eine Straße. Und machen diese Straße jetzt unterirdisch. Ha. Können jetzt hoffentlich das hier abreißen. Und kommen jetzt mit den Schienen durch. Das sieht zumindest schon mal danach aus, als ob man da irgendwo hinkommt. Ja, danke schön. So. Dann wollen wir hier rein. Hm.
machen wir mal so schnell wie geht. Hier. Und dann hier irgendwo lang. Erstmal so. Und gleichzeitig wollen wir hier noch raus. Oh Gott, das wird schon wieder was. Ich habe die Befürchtung, das müssen wir anders machen. Weil er den Schmarrn schon wieder nicht mag. Also mit anderen Worten, du geradeaus. Was ist denn da los? Ach, das ist nicht parallel oder was? Gut, zählte nicht als parallel. Dann schauen wir mal, dass wir das hier als parallel hinkriegen. So, und jetzt hier rein. Na, bevor wir das machen, schauen wir jetzt erstmal, dass wir hier... Och nee, jetzt ist da schon wieder irgendeine dämliche Straße. So. Besser. Und die können wir jetzt irgendwie dann irgendwo wieder zusammenführen lassen. Und du gehst irgendwie hier so irgendwann rein. So vielleicht, genau. Und jetzt müssen wir nur noch hier rüber gehen. So, perfekt. Also wir kommen hier an und fahren dann darüber. Wunderbar. Dann ist die Seite schon mal in trockenen Tüchern, mehr oder weniger. Um sicher zu gehen, machen wir mal schnell sowas, dass da niemand auf die Idee kommt, irgendwie eine Straße dahin zu bauen. So. Gut. Dann, wir wollen irgendwie... Wohin? Dahin. Genau, da sind die Schienen schon. Dann fahren wir hier mal ein bisschen eine Kurve. Oh, das war zu viel. Hier auch. Oh, verdammt, natürlich, ich muss natürlich die innere, na, nochmal, die innere sollte nicht ganz so steil sein wie die äußere. Dementsprechend machen wir das mal ein bisschen so. Haha, und jetzt sind wir parallel. Sehr schön. So, und jetzt glaubt auch das Spiel, dass es parallel ist. So, jetzt müssen wir nur noch hier versuchen, irgendwie anzuschließen. Das sieht eigentlich gar nicht mal so verkehrt aus. Das sieht ja gar nicht mal so verkehrt grundsätzlich aus, bis auf die Tatsache, dass wir hier ziemlich blöd reinkommen. Ich hoffe mal, dass das immer noch funktioniert. Wenn nicht, reißen wir es wieder ab. Ja, ich glaube... Nee, davor war es besser. Okay, gut, dann... Dann anders. Da glaube ich, sind wir durchgekommen, ohne irgendwie auf 200 runterzukommen. Ja, passt. Dann haben wir hier eine kleine Schneise drin, Mai. Dann ist das halt so. So, und hier parallel. Noch rüber. Rein und Strecke fertig. Sehr schön. Wunderbar. Dann müssen wir noch ein bisschen upgraden. Und auch Oberleitung, beziehungsweise die haben wir schon, okay. Und angeblich habe ich hier drüben irgendwas vergessen. Ob ich das jetzt noch finde? Irgendwo hier, glaube ich. Schauen wir mal, ob ich hier irgendein Teil von der Weiche vergessen habe. Tatsächlich hier. Da ist es nicht. Kann auf Hochgeschwindigkeit, aber sollte eigentlich nicht viel machen. Und hier auch. Gut, hier sollten wir eigentlich nicht mehr rüberfahren, aber... So. Fährst du eigentlich gerade langsam, oder... Ja, fuhrst du. Warum? Wird er keinen Zug entgegen? Oder was war das Problem? Ah, da fuhr ein Zug vorweg. Okay, Moment. Fahren zufällig beide Linien dadurch... War klar.
Dann nehmen wir mal kurz die eine Linie. Die Kohlelinie. Und zwar... was ist denn das? Grünbach W. Also da fügen wir mal das hier ein. Genau, dann fährt der nämlich jetzt so lang. Und das ist dann Grünbach West, oder? Genau, perfekt. So, dann kann der nämlich mal überholen. Wenn der eine da steht. Was vielleicht gar nicht so verkehrt ist. Gut, Matasen ist natürlich jetzt noch nicht ans Netz angeschlossen, macht aber nichts. Wir nehmen eine 50er Spur, genau, mittlere Straße, passt schon. Wir sind in der Ortschaft und hier soll mal was entstehen. Also theoretisch soll die Straße irgendwann mal so weitergehen, vermute ich. Das ist eine komische Kreuzung. Das ist eine sehr komische Kreuzung. Darf ich das abreißen? Ja. Schauen wir mal, ob wir das ein bisschen besser hinkriegen. Irgendwie so. Und so. Und so. Und. Jetzt bin ich gespannt, ob das das Spiel mag. Ich bin mir ziemlich sicher, dass nicht. Schauen wir mal. Nee, eher nicht. Okay. Dann reißen wir den Part nochmal ab und bauen die Straße nochmal von hier nach hier. Nee, das mag er auch nicht. Okay, dann halt so. Und den Part schmeißen wir wieder weg. Und den auch. So, jetzt aber. Gut. Dann wäre das am Straßennetz angeschlossen. Diese Straße ist auch wieder verbunden. Ja. Hier wird auch gleich gebaut. Dann fangen wir mal an. Wir brauchen hier eine Bahn. Beziehungsweise brauchen wir erstmal eine Linie. Also machen wir eine neue Linie. Von Matassen nach Rheinbrohl. Genau. Erkennt er auch richtig, fährt er auch richtig. Sehr schön. Schön, wenn Sachen funktionieren. Genau, er nimmt auch das Mittelgleis. Perfekt, genau das sollte er. Und dann haben wir hier Matassen Rheinbrohl. Wunderbar. Und dann braucht man einen Zug dafür. Und wir haben ja 9 bekommen, wenn ich mich recht erinnere, den wir noch gar nicht eingesetzt haben. Und zwar glaube ich hier den Triebwagen, den Mirage. 125, 64 Passagiere. Ja, ich würde sagen, probieren wir doch mal, oder? Der ist langsamer. Ja, wir könnten natürlich jetzt auch hier wieder so ein 200er mit Ding fahren lassen. Aber ich finde das hier eigentlich ganz nett. Da holen wir mal 3 Stück. Und setzen den auf Matassen Rheinbrohl. Los geht's. Bin ich gespannt, wie der denn so aussieht im Betrieb. Ja, richtig. So sollten sie rausfahren. War gerade etwas irritiert. Und dann bräuchte man auch noch ein paar Signale, sonst fährt nämlich hier nicht viel. Das, glaube ich, hatten wir, das dänische Hauptsignal. Na ja, genau, andersrum. Dahin. Dahin möchte ich es haben. Wie gesagt, Realismus. Es ist mir wurscht, ob das andere effizienter und mehr Geld und bla bringt. Das Ganze soll ja auch halbwegs gut aussehen. Ja, das sagte ich. So, jetzt wird es interessant. Also, wir wollen, bevor wir abbiegen, das ist schon ziemlich weit, einmal bevor wir im Bahnhof fahren, ja, sollte eigentlich reichen, oder? Ja, wobei, machen wir da auch noch. Ich meine, es kann nichts vorbeifahren, wenn da nichts ist. So, einmal hier.
Und dann einmal nach dem Bahnhof. Dahin. Ja, und da nichts, genau. Und dann im Prinzip hier wieder. So. Gott, das sieht doch gar nicht mal so verkehrt aus. Da könnte tatsächlich was langfahren. Jetzt kämpfen die natürlich hier um ihre Plätze, sag ich mal. Aber das kriegen die schon hin. Schauen wir uns das Ganze mal an. Also der fährt jetzt rein. Holt da ein paar Passagiere. Denke nicht, dass jemand schon nach Martassen will. Wir haben nämlich noch gar nichts. Aber das wird sich jetzt gleich ein bisschen entzerren, sobald da mehr Platz ist. Beziehungsweise sobald die alle mal ein bisschen losgefahren sind, so rum. Genau, da kommt schon die nächste. So, aber ja, da kommt auch schon wieder die nächste. Ja, gut. Doch etwas länger die Bahnhofseinfahrt. Na ja, gut, da kamen jetzt drei Züge hintereinander von der einen Richtung. Und sobald der jetzt weg ist, soll's eigentlich passen. Außer da kommt schon die nächste. Es kommt schon die nächste. Und da kommt auch was. Ja, gut, dann ist hier halt ein bisschen Stau. Weil so ist das dann halt. Mal schauen, vielleicht gibt es sich's ja. Wenn nicht, müssen wir uns da irgendwas überlegen. Aber jetzt müssen wir uns erstmal darum kümmern, dass in Martassen auch überhaupt jemand mitfahren will. Da will tatsächlich schon jemand mitfahren. Bin ja sehr erstaunt. Und hier wird auch direkt neu gebaut. So, Bahnhof, da wollen wir hin. Coole Sache. Dann Haltestellen. Natürlich direkt beim Bahnhof, wenn wir das hinkriegen würden. Hier. Auf beiden Seiten, genau. Wie wir da genau fahren, sehen wir dann. Wir wollen auf jeden Fall. Was wollen wir denn machen? Einmal hier rüber. Da wird gerade so richtig gebaut. Ich glaube, wir fahren auf jeden Fall mal in die Richtung weiter. Und dann hier lang. Jetzt ist die Frage, entweder fahren wir hier runter oder hier lang. Ich würde sagen, wir machen jetzt zwei unterschiedliche Linien. Eine fährt hier geradeaus. Fährt dann hier lang. Hier lang. Ach du Schande, wie viel Watt kommt denn da noch? Hier hin und dreht dann da um. So, die Frage ist nur Straßenbahn oder nicht Straßenbahn. Machen wir erstmal die Linie. Also, neue Linie. Wir fahren hier los. Hier lang. Hier, hier, hier. Ich würde fast sagen, wir machen eine Straßenbahn. Wir machen eine Straßenbahn. Brauchen wir hier aber eine Wendestation. Dahin und das Ganze wieder zurück. So. Dahin und jetzt genau so, wie er das vorschlägt, hier lang. Perfekt. Gut. Jetzt brauchen wir nur noch Tramgleise. Tramgleisauto. Interesting. Moment, Moment, Moment. Ich möchte eigentlich nur die Tramgleise haben. Haha, so rum. Jetzt. Also einmal hier langfahren. Da lang. Hier durch. Magst du nicht? Jetzt. Da hier.
hier da noch durch. Und da kommen wir rum. Wunderbar, das ist doch schon mal was. Und das Tram-Depot. Das sieht nicht elektrisch aus. Das hier packen wir mal dahin. Und du bist Matersen minus Tram 1. So, und dann verbinden wir noch das hier mit dem hier, damit das auch Matersen ist. Holen wir mal ein paar Trams. Drei, ja, machen wir mal 5. Ich glaube, die Linie ist recht groß. Matersen Tram 1. Wunderbar. Dann wird zumindest schon mal das erste abgedeckt. Aber wir wollten da hinten auch noch hinfahren. Dementsprechend werden wir eine zweite Tramlinie, diesmal fange ich mit den Schienen an, hier lang bauen. So, genau. Und die werden wir im Prinzip auch am Bahnhof vorbeifahren lassen, aber ein bisschen anders. Es ist doof. Da müssen wir uns noch überlegen, was wir da machen. Bus wäre dann natürlich besser, aber... Ich meine, wir können natürlich auch irgendwie sowas machen. Komm. Nicht so lang speichern. Geht doch. Von da noch nach da. Genau, perfekt. Kann die Stadt auch noch ein bisschen wachsen. Und so noch. Okay. Das gefällt mir sogar. Dann brauchen wir auch hier Haltestellen. Ja, wir machen trotzdem Doppelhaltestellen. Auch wenn wir nur auf einer Seite fahren werden. Ja, hier werden wir irgendwann noch erweitern. Hier lang. Das passt dann schon gut. Und die Linie geht jetzt genau in die andere Richtung. Also wir fangen hier an, fahren dann da lang. Und dann da. So, jetzt war das richtig. Hier, 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 hier. Und warum auch immer, fahren wir jetzt so lang und dann hier durch. Und hier den Weg wieder zurück. Und dann den großen Bogen am Bahnhof vorbei, beziehungsweise kurz vom Bahnhof vorbei und dann dahin. Wunderbar. Matersen minus Tram 2. Sieht doch schon gar nicht mal so schlecht aus hier. Auch 5 und Matersen Tram 2. Wunderbar. Sehr schön. Wie sieht das hier mittlerweile aus? Immer noch Stau, oder? Ja, aber... Mei. Der ist zumindest voll, der noch nicht. Hätte man vielleicht auf beiden Richtungen auf einen Zug verzichten können, aber wir beschließen einfach mal, das passt schon. Gut. Ja, Matersen wächst und wächst, das ist schön. Ein Güter? Wo kommt denn da ein Cargo her? Von hier oder was? Das ist natürlich lustig. Ich
frag mich gerade, theoretisch könnte man das natürlich machen. Und nach hier und hier auch ein Cargo fahren lassen. Das fände ich fast wieder lustig. Das Potenzial ist Eisen, das Problem. Okay. Immer noch, immer wieder, wie auch immer. Eisenerz anzuliefern, was sagt denn der? Der ist noch nicht mal voll. Was haben wir denn hier? Ganz schicken neuen Passagierzug. Da ist ein Depot, das nehmen wir jetzt einfach mal. Was haben wir denn hier? Triebwagen. Hier, ein TFW, also nicht TGW, sondern TFW, vermutlich der Vorgänger davon. Mit 300. Wow, jetzt aber. Den gibt es einmal in kurz, in mittel und in lang. 256, 164, 72. Okay. Ja, den werden wir auf jeden Fall irgendwann mal probieren. Cool. Sehr cool. Haben wir zufällig irgendeinen Zug, der gerade ersetzt werden muss? Ich frage nur. Doch hier. Ja, die Wünsdorf. Regionalbahnen. Hier, Grünenbach-Wünsdorf. Wollen wir den da einsetzen? Ich würde sagen, ja. 54 fahren damit. Das heißt, der 72, der kurz reicht, oder? Dann machen wir da mal einen. Da bin ich jetzt gespannt drauf, wie der aussieht. Sehr gespannt. So, ersetzt mal schnell ein. Der müsste jetzt eigentlich auch ersetzt worden sein, oder nicht? Nicht? Hallo? Ja, ersetzen. Was war da jetzt das Problem? Warum magst du nicht ersetzen? Schauen wir mal. Vielleicht, weil irgendwie er schon im Bahnhof war oder sonst was. Der wird zwar natürlich erstmal ein paar Probleme haben, weil er immer hinter was langsamem herfährt, wie der hier zum Beispiel gerade. Das ist mir egal. Nicht was Schnelles. So, bitte, bitte, ersetz dich. Komm, 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 komm. Ey! Warum wird der nicht ersetzt? Okay, das verstehe ich jetzt nicht. Außer der... Der Bahnhof ist nicht lang genug. Das könnte natürlich sein. Das wäre theoretisch eine Möglichkeit, dass der zu lang ist, obwohl ich eigentlich den kurz genommen habe. Ist da irgendwie... Du bist nur ein kurzer Bahnhof, oder? Das ist 2... Kurz drehen. Ist der länger? Ja, der ist länger. Shit. Warum habe ich da gespart? Warum musste ich ausgerechnet hier sparen? Ja, gut. Welches Fahrzeug? Wo ist dein Fahrzeug? Kein Fahrzeug. So, weg. Pause. Ich glaube, ich muss gar nicht erst nachfragen. Das muss weg. Zweispurig. Dahin.
Ja klar, es muss dann natürlich auch noch die Linien, die Streckenführung hier etwas überarbeitet werden, aber das kriegen wir hin. Sehen wir gleich, wie wir das machen. Erstmal weg, so. Ah ja, ich würde sagen, das machen wir beim nächsten Mal weiter. Also, vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Servus!